Als die Front auf das heutige Jagan zurollte, räumten die Deutschen ihr größtes Lager für Gefangene der alliierten Luftwaffe. An den beschwerlichen Weg, den Long March, erinnern die Briten nun zum dritten Mal. In Bad Moskau bin ich zusammengebrochen. Mein Herz hatte aufgehört zu schlagen, erzählte man mir später. Ein deutscher Arzt kam zufällig vorbei und reanimierte mich. Ich verdanke eigentlich einem Deutschen mein Leben.